Hallo Leute, weiter geht's bei Final Fantasy VII Rebirth. Wir wollen zum Tempel des alten Volkes und demzufolge müssen wir jetzt mit Cid sprechen, hier in Costa. Da seid ihr ja. Lass mich mal ans Funkgerät. Sorry, nicht das neueste Modell. Kommt mir entgegen. Okay. Gut, wiederhole. Zone 7, 205, 246. Ja, yeah, genau. Der nördliche Kontinent. Roger. Position ist an alle Einheiten übermittelt. Ich hab ein wenig nachgeforscht. Dieser Schlüsselsteinfluch. Da scheint ziemlich was dran zu sein. Wer ihn benutzt, hat sein Leben verwirkt. Nein. Es heißt lediglich, dass die, die mit ihm in den Tempel gingen, nie zurückgekehrt sind. Das ist doch das Gleiche! Und trotzdem schickt der Direktor uns einfach dahin. Sind wir dem völlig egal? Er selbst kommt auch mit. Soll verstehen, wer will. Ein Mann ohne Furcht, was? Ein Mann ohne Furcht? Ein Mann ohne Skrupel ist das. Nicht, dass ich solche Typen hasse, aber... Es geht los. Wir fliegen voraus und bereiten alles vor. Verstanden. Die Turks wollen zum nördlichen Kontinent. Ah, wird turbulent. Schaffst du das? Na klar. Mit links und verbundenen Augen. Und sind die Flügel auch gestutzt? Die Bronco wird sich tapfer durch die Wellen kämpfen. Das heißt dann wohl wieder Schaukelpartie. Vermutlich. Na, das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, was? Shinra hat Armee und Turks mobilisiert. Macht euch besser auf was gefasst. Okay, ich soll zum nördlichen Kontinent. Haben sie das geändert? Weil der Tempel ist eigentlich hier unten irgendwo. Aber ja, das Ausrufezeichen geht nach Norden. Es wird mir zwar keine Meteranzeige angezeigt, aber... Okay. Ich muss wahrscheinlich hier auch ein bisschen um die Insel rum, weil da komme ich mit meiner Bronco nicht durch. Aber warum so den Tempel jetzt woanders hin machen? Ist der Tempel dann quasi auch in der Stadt der Cetra? Naja, wir werden es erleben. Haben sie ja bestimmt hoffentlich Gründe für, dass sie das ändern. Es gibt auch positive Änderungen, ne? K-Sys ist nicht mehr da, das ist sehr positiv. Aber ich glaube, er wird noch zurückkehren. Leider. Wie weit ist das noch? Oh ja, eine halbe Ewigkeit noch, aber okay. Der Lok sagt, ich bin richtig. Auch wenn mir keine Meteranzeige präsentiert wird. Was ich schon ein bisschen komisch finde, aber... Ich werde irgendwann da hinten ankommen. Hoffentlich. Der Himmel ist schon mal dunkel geworden, was nicht gut ist.
scheine aber richtig zu sein. Gleich sind wir da. Schon aufgeregt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich fürchte, dieser Tempel ist nicht das verheißene Land. Ach ja? Und was ist er dann? Der Ankunftsort des Propheten. Ein Geschenk an die Gläubigen. Ein monumentaler Wendepunkt in der Geschichte. Doch der Tempel ist nur die Bühne dafür. Keinesfalls mehr. Ziel lokalisiert. Sicher, dass wir hier richtig sind? Mal sehen. Na, freut ihr euch? Hey, seht doch! Ja, ja. Okay, Matrosen, hisst die Segel! Wir haben doch gar keine Segel! Und außerdem sind wir keine Matrosen! Spiel doch mal mit, Mädel! Dann Luken schließen und gut festhalten, bitte! Ei, ei, Sir! Yuffie mag das nicht. Okay. Okay, da hinten hat sich der Tempel jetzt gesetzt. Man kann ihn so ganz leicht erkennen. Hier muss ja bestimmt dann auch sowas wie ein Anlegesteg sein. Irgendwo. Oder? Ja, da hinten ist was. Okay. Ja, jetzt wird er wieder super langsam. Warum auch immer. An lang gehen, du kannst nicht mehr zurückkehren. Ja, ich denke, wir haben alles und brauchen nicht mehr zurückschauen. Ich spüre große Anspannung. Die Kleine hat ziemlich gelitten. Sie braucht ein paar Streicheleinheiten. Geht schon mal vor. Bist du dir sicher? Ich kann auf mich aufpassen. Okay. Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Ein bisschen schade, dass sie hier einen Point of No Return hinmachen, weil durch die Anlegesteg hätte man jederzeit zurückgehen können, aber okay. Wenigstens sagt das Spiel einen vorher, dass es einer ist. Deswegen, gucken wir mal, was wir mit Waffenpunkten machen können. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch bekomme. Oh, das sieht schlecht aus. Kiefer kann was machen. Und was ist das? Mit wem? Mit Red? Das passiert nicht so häufig. Füllt den ATB am Anfang ein bisschen auf. Das ist ganz gut. Und Red kann noch was machen. Mit Arieris. MP-Renegation. Erhöht TP-Maximum. Ja komm, ist egal.
glaube, ich kriege sowieso nicht mehr so viele. Obwohl, ein paar Level-Ups gibt es vielleicht noch. Sind immerhin zwei ganze Kapitel. Das Spiel sagt nur, dass man nicht zurückgehen kann. Also ich gehe davon aus, dass noch reichlich Content kommt. Gibt es hier sowas wie eine Karte? Ja. Da ist der Tempel. Sah es nicht eben so aus, als... Achso, okay. Das sah von der Map so auf, als ob ich unmittelbar davor stehe. Und jetzt bin ich ein paar Schritte gegangen und immer noch nicht da. Ja, wir können auch hier unsere Synthese noch ein bisschen was einsammeln. Ui. Ganz schöne Baumeister, die vom alten Volk. Korrekt wäre Zetra. Der Planet gebärt uns. Er redet mit uns. Und öffnet sich uns. Auf dass wir eingehen in das verheißene Land. Wo uns auf alle Zeit größtes Glück beschieden sein wird. Das ist nicht das verheißene Land. Schließlich gibt es hier Trauer und auch Zorn. Ein Zeichen? Ja, das Zeichen reißt voll. Kommt bitte näher. Tretet ein. Oh, Shinra ist mit vielen Leuten anscheinend hier. Ein paar Flugzeuge sind da. Diese gierigen Schweine. Lass mich raten, ich muss mich an denen vorbeischleichen. Oder darf ich sie umhauen? Okay. Umhauen finde ich immer gut. Verzieh dich! Genau da gehörst du hin. Wie schmeckt dir bestimmt der Zug? Geh weiter! Du bist am Zug! An die Arbeit! Zack! Und? Ja! Aua! Ich zähl auf dich! Ich mach das. Jetzt! Und tschüss! Ja! Nichts überstürzt. Auf Onkel Berg des Verlass! Hab schon Vorarbeit geleistet. Was macht die KI mit Tifa und Cloud? Geh doch einfach auf. Alter, da kommen immer mehr. Deswegen. Zieh dich zurück. Kümmern wir uns erstmal um den da. So. Au, 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 au. Au, oi. Kein Problem. Die haben Raketen. Nicht übertreiben. Jetzt hab ich hier das Sagen. Überlass das mir! Okay. Was? Ich zähl auf dich! Lass mich mal! Autsch! Auf Onkel Barrett ist verlassen! Auf die 12! Das tut weh!
Aua. Ich leg los. Na? Viel Erfolg. Ich mach das. Kein Risiko eingehen. Nimm das. Schlag. Übernimm du. Hier kommt Barret. Vergiss es. Nicht übel, was? Das tut weh. Na? Dein Einsatz. Jetzt erst recht. Nimm das. Ausgezeichnet. Der Feind ist geschwächt. So, will hier noch jemand was? Oder haben alle ihre Abreibung schon bekommen? Alles geben. Schluss. Verzieh dich. Das war's. So, wir gucken uns erstmal an den Seiten hier ein bisschen um. Bevor ich in den Vordereingang gehe. Ich hab's gewusst. Natürlich sind hier Kisten. Leider keine lila, ne? Das wäre natürlich noch geiler. Okay, da geht's nicht weiter. Auf der rechten Seite gibt's bestimmt auch eine Kiste zu 100%. Da würde ich verdammt viel drauf wetten, dass es da noch eine gibt. Am besten eine lilane. Lilane würde mir noch besser schmecken. Leider nicht. Oh, Gigatränke gibt's. Das lohnt sich. Übertrank. Ja, ja, ja. Man wird ein bisschen mit den fetten Highlight-Teams vollgestopft. Warum wohl? Okay. Ich hoffe, war das Empfangskomitee von Shinra? Ja, die anderen haben sich wahrscheinlich hier mit ein paar Monstern gekloppt, so wie das aussieht. Das Werk von Ungeheuern. Was für ein Gemetzel. Aeris, du und deine Freunde haben doch sicher eine Sondereinladung, oder? Verstehe. Ich bin ja nur zur Hälfte eine Zetra. Sorry, eine Sondereinladung gibt's nicht. Ich wollte euch ja eigentlich helfen, aber der Anblick hat mir die Stimmung gründlich versaut. Ich bleib draußen. In Ordnung. Vielen Dank für alles. Ich mach mich nicht aus dem Staub. Ich werde hier warten. Wer bringt euch sonst zurück? Ja, ja. Square Enix, so drückt ihr euch darum, für Sid-Kampfanimationen einzuprogrammieren. Finde ich schade. Vincent ist noch bedauerlicher. Ich wünsche ja quasi fast schon das ganze Spiel Tifa und Barret. Yuffie ist noch ganz cool, Red ist auch cool, aber die anderen zacken halt. Dann wäre Vincent und Sid noch eine coole Alternative. Die Zetra hat den Tempel betreten. Dann dürfte er ja wohl auch nicht weit sein. Hört, hört. Welch glückliche Fügung. Sehr schön. Hörst du, Vater? Das ist Schmalzlocke!
geklaut. Das ist doch... Sephiroth ist bereits hier. Verdammt. Los, schnell. Okay. Nee, ich bin dein Freund nicht. Und wollte es nie sein. Okay. Achso, da oben geht's nicht weiter. Ist da oben vielleicht eine Kiste? Nope. Ja, ein Tempel bauen sie anscheinend um. Ich hoffe, sie machen das blöde Uhrrätsel weg. Ziemlich schwach. Nicht übertreiben. Roger, ich übernehme. Los, gib alles. Die Arbeit. Ja. Nimm das. Gewonnen. Schon erledigt. Okay. Waren doch noch nicht alle von Shinra. Schwarze Materie zu verbergen? Die muss ja unglaublich viel wert sein. Psst. Die schwarze Materie ist ein Geheimnis. Shinra weiß davon nämlich nichts. Cat hat sicher längst verraten. Jedenfalls brauchen wir sie. Also lasst sie uns finden. Hey, hey! Was geht da ab? Mit herkömmlicher Logik geht's hier wohl nicht weiter. Ein verfluchtes Land als ein verheißenes. Denk über sowas nicht nach. Das sagst du so leicht. Sir, die Zetra und Avalanche sind im Tempel. Sollen wir denen Falle stellen? Nein, erst die Mission. Wir teilen uns auf und überprüfen, ob das hier wirklich das verheißene Land ist. Reno geht mit Root. Elena kommt mit mir. Sir! Reno. Hä? Die Mission geht vor, klar? Ja, ja. Das heißt, leck mich am Arsch. Tempel, gespickt mit Shinra-Gesocks und Schwarzkutten. Wird sicher ein schöner Spießrutenlauf. Und Sephiroth nicht zu vergessen. Ja, der auch. Na super, das volle Programm. Das wird schon irgendwie. Ja, ja. Lass die Köpfe nicht hängen, okay? Dieser Ort kann unsere Gefühle spüren und sie gegen uns wenden. Ist gut. Immer positiv bleiben. Da ist was Großes. Kann ich damit was machen? Ich kann das kaputt machen. Kann ich hier runter? Ich glaube es nicht, oder? Ist auch von der Karte irgendwie nicht so vorgegeben. Ich kann doch runter. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich hoffe mal, die Treppe, die da war, führt dann einfach dahin. Schuss und kein Schuss, Danny! Das ist noch nicht vorbei. Oh, schöne Türtechnik.
Okay, die Treppe ist tatsächlich hiermit verbunden. Sehr gut. Ich dachte schon, ich hätte wieder Mist gebaut. Habe ich was davon? Ah, ja, okay, da sind Ressourcen drin. Wollte ich gerade sagen. Ob ich was davon habe, diese Dinger kaputt zu machen? Was ist das da? Das sieht nach einem... Was ist das? Zahnrad des roten Sterns. Okay, ich betätige mal das noch nicht. Sondern schaue mich hier ein bisschen um. Aber ich glaube, hier geht es nicht weiter, ohne dass ich das Ding betätige. What? Schwerkraft neu ausrichten. Okay. Sieht so aus. Tja, ganz wie man's nimmt. Jetzt kann ich hier weiter, oder was? Was passiert ist? Blut. Hier wurde sehr viel Blut vergossen. Vor langer Zeit. In einer Art Krieg. Sonst scheint hier nichts zu sein und da ist eine Schwarzkutte. Kann ich mit denen reden? Nee. Da unten warten ein paar Shinra-Männer. Auf eine Prügelei. Warum hat er das nicht eingesammelt? So, geht doch. Hä? Hier ist irgendwo einer. Ah, da oben. Ich bin bereit. Nicht zu überstürzen. Auf Onkel Meredith verlassen. Ja, vergiss es. Oh, die Kameraeinstellung ist schwierig. Finde ich nicht so ganz ideal, um ehrlich zu sein. Überlass das nie wieder voll. Zieh dich zurück. Ja, wie soll ich mit Cloud und Tifa an die rankommen? Gar nicht, oder was? Uiuiuiuiuiui. Übernimm du. Hier kommt Barrett. Wie schmeckt dir das? Barrett. Ich seh dich. Naja, Barrett reicht auch. Ich leg los. Nimm das. Ich komm an die nicht ran. Kannst du vergessen. Wurde schon ungeduldig. Und du sollst das Ziel nicht ständig ändern. So, einer weg. So, der ist jetzt schön unten, dass wir ihn kriegen. Ja, jetzt ist er schon wieder weg. Hol den vom Himmel einfach runter. So. Ah, die Shinra-Männer, die verkloppen wir auch noch. Die dürfen nicht mehr so weit weg sein, denke ich mal. Das stützt die Legende, dass noch niemand lebend hier rausgekommen ist. Meinte zumindest Catchy. Genau das wollte ich jetzt nicht hören. Der hat eh bloß gelogen. Kümmere dich nicht drum. Ah, alles ist, denke ich, nicht gelogen, was er so erzählt hat. Oh, Waffenkiste! Für wen? Cloud, Tifa oder Barrett, bitte. Wellenbrecher hört sich nach Cloud an. Was haben wir denn da? Hat auch 6 Slots. Oh, das ist eher was Magisches. Ah, Konterstellung. Erlaubt es, gegnerische Angriffe mit magischen Konterattacken zu erwidern.
Aber sieht schon geil aus, ne? 86, 89. 132. Vielleicht komme ich dahin mit den Fähigkeiten. MP-Hass. Beschleunigt Hassgeneration. Magische Attacke plus Schaden von normalen Angriffen. MP. Konzertierte Konteroffensive. Heilender Schock. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, das nehmen wir mal. Ja, das ist eher eine Waffe, die auf Magie geht. Schaden von normalen Angriffen machen wir noch nach oben. Aber sieht cool aus. Denn, ja, was die Fähigkeit ist, das probiere ich gleich im Kampf mal aus. Hat irgendwas mit Kontern zu tun? Ich denke mal, für jeden wird es hier noch eine neue Waffe geben, wenn ich mich sehr genau umsehe. Da kann ich wieder die Richtung ändern. Dann machen wir das mal. Hä? Habe ich mich jetzt umgedreht? Sieht so aus, ne? Ja, ja, hier ist eine Kiste, die ich noch nicht aufgenommen habe. Okay, Leute, wir sind am Ende der Folge. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.